Entschuldigung, tut mir leid. Ah, was für ein Urlaub, ich liebe es. Flexer! Ich hab ihn, lief schon. Hey, warum hast du mich nicht eingeladen? Oh, sorry, Susi. Ich hab total die Zeit vergessen. Du hast echt Spaß, was? Kann ich bleiben? Ja, sicher. Ich wollte eine heiße Schoki mit Marshmallows trinken. Schau nur, wie niedlich die sind. Leute, wollt ihr sie selbst herstellen? Dann bleibt dran. Wir werden euch zeigen, wie. Hallo zusammen und willkommen bei Susis Kochschau. Und ihrem fleißigen Helfer Sam. Applaus bitte. Beginnen wir mit den Formen. Dazu mischen wir Mandelmehl und Puderzucker. Zeig mal her, was ist das? Autsch. Vorsichtig. Nimm dieses Ei. Wir brauchen nur das Eiweiß. Ei, Ei, Chef. Nun mischen wir alles. Ich mag das. Nein, nein. Nimm diesen Löffel. Danke. Hey, warte. Ich bin noch nicht fertig. Der Teig ist fertig. Jetzt müssen wir ihn nur noch gut durchkneten. Was für ein riesiger Marshmallow. Dafür brauchen wir eine große Tasche. Sammy, wir werden viele kleine Marshmallows draus machen. Ich will auch ein Stückchen. Danke. Freunde, macht euch das Formen Spaß? Dann gebt uns einen Daumen hoch. Ja, Susi, ich kann das nicht so gut wie du. Das klappt nicht. Das macht doch nichts. Alle Marshmallows können unterschiedlich aussehen. Siehst du? Cool. Schau mal den an. Bist du das? Ja. Jetzt legen wir sie in den Kühlschrank. Als nächstes brauchen wir ein Blech voller Maisstärke. Puh, ist kalt im Kühlschrank. Was ist das? Was machst du denn? Hier, nimm besser den hier. Danke. Hey, ich kann hier malen. Hopp. Susi, wie lange denn noch? Ups, sorry Leute, ich war kurz abgeleckt. Wir stecken nun einen Zahnstocher in unsere Form. Was machst du denn damit, Susi? Jede Form sollte einen Abdruck hinterlassen, Sammy. Ich will auch. Ich bin ein Schleim aus Stärke. Sammy, bring bitte nichts durcheinander. Okay, ich mach's nicht nochmal. Oh, Wasser! Ich würde so gern darin baden. Aus! Susi, warum ist es so kalt? Weil es nicht zum Baden ist, sondern für die Gelatine. Sie kommt in kaltes Wasser. Richtig. Gelatine muss ich ausdehnen und das Wasser hilft dabei. Das wird eine Weile dauern. Ich bringe es in mein Labor. Los geht's. Und wir kümmern uns schon mal um die Zutaten für die Marshmallows. Wir brauchen recht viel Zucker. Hopp, und etwas Wasser. So. Und Glukosesirup. Du musst mir aber versprechen, dass ich sie als erstes kosten darf. Hopp, rein mit dir. Freunde, seid ganz vorsichtig. Bittet einen Erwachsenen, den Herd einzuschalten. Also, darf ich jetzt rühren? Ich habe auch einen Spatel dabei. Genau, rechtzeitig. Wir rühren es ein paar Minuten, während es kocht. Ein paar Minuten? So lange kann ich nicht warten. Warte, ich mache das schnell. Fertig. Jetzt können wir unsere Mischung in die Schüssel geben. Rein damit. Bis zum letzten Tropfen. Ja, ja. Jetzt brauche ich die Gelatine. Was? Wo ist denn? Ah, bestimmt. Ich hole sie. Hier, Susi. Sie hat sich schön verdickt. Dann ringen wir sie etwas aus. Okay, schön abtropfen. Komm schon, schmeiß sie in den Zucker. Los. Jetzt brauchen wir einen Mixer. Hopp. Wir verrühren alles gründlich.
weitermachen, Susi. Wir wollen fluffigen Schaum. Hey, ist der kaputt? Ich habe ihn ausgesteckt. Wir sind nämlich fertig. Wow, nimm das Ding weg. Ah, sieht aus wie eine Wolke. Ich muss direkt probieren. Hey, nicht so voreilig. Wenn du jetzt alles aufisst, haben wir weniger Marshmallows. Und dann? Außerdem müssen wir erst noch einfärben. Das sagst du jetzt erst? Oh. Bravo, was für ein Auftritt. Wir mischen die Farben. Zuerst kommt Lila. Ein Tropfen reicht aus. Ich will auch mal. Was hat Susi gesagt? Ein Tropfen und... Jupp, jetzt alles vermischen. Susi, ich bin fertig. Gute Arbeit, Sammy. Wollen wir noch mehr Farben mischen? Und die letzte. Perfekt. Und wir sind fertig hier. Was nun? Jetzt geben wir alle Farben in die Spritzbeutel. Wir fixieren es an einem Glas, damit es nicht verrutscht. So. Und wir beginnen mit der hier. Schön vorsichtig, damit nichts daneben geht. Das wäre aber ganz cool. Eine Regenbogenküche. Ach ja, du willst Regen. Du bekommst ihn. I'm singing in the rain, I'm singing in the... Okay, genug Regen für heute. Wir kommen zur nächsten Phase. Zu fluffigen Marshmallows. Aber wir haben hier nur Formen. Wie werden Willst wir... du auch ein Marshmallow sein? Nichts da, Susi, hör auf damit. War nur ein Scherz, Sammy. Schau, ich gebe die Mischung in die Form. Oh, wie süß. Susi, lass uns noch eine Farbe verwenden. Kein Problem. Schau her. Es ist auch eine andere Form. Okay, wir haben gelb, wir haben pink. Susi, wir brauchen blau. Hey, willst du vielleicht helfen? Nein, Susi, das kannst du selbst. Okay, okay. Ihr seid alle großartig. Susi, glaubst du, sie sind glücklich? Schauen wir mal nach. Sie sehen sehr fröhlich aus. Vergiss den gar nicht. Und den anderen. Oh, endlich. Ich probiere ein, wenn Susi wegschaut. So. Oh, komm zu Papa. Oh, das war anders geplant. Oh, Sammy. Aber du hast recht. Wir bedecken unsere Marshmallows mit der Stärke. Wie soll ich sie so rausbekommen? Kapier ich nicht. Denk nach. Oh, Archäologie wird helfen. So. Ich leg den hier ein bisschen. Aha. Da ist er. Susi, das macht Spaß. Wir nehmen den Marshmallow heraus, schütteln ihn und voila. Seht ihr, wie einfach das geht? Jetzt die anderen. Hui! Ich hole etwas Milch und ihr könnt sie nochmal anschauen. Fertig. Sie sehen so lecker aus. Hat euch das heutige Kochtutorial gefallen? Dann gebt uns einen Daumen hoch und mal sehen, was als nächstes passiert. Wow, Susi, lass uns auch die anderen Farben probieren. Los, hier ist noch eine Tasse. Sammy, bist du dir sicher? Wann willst du die alle essen? Okay, Susi. Jetzt können wir essen. Leute, das hat wirklich Spaß gemacht. Probiert es aus und abonniert unseren Kanal. Möge die Macht der Marshmallows mit euch sein.